Hallo und grüß euch auf dem Kanal von Senior Nice. Heute zeige ich euch ein Lobby Glitch Tutorial. Also ich zeige euch jetzt einmal, wie das genau geht. Also der zweite Spieler muss in eigene Spiele gehen, in Zombie, egal welche Map. Der zweite Spieler gilt auf Multiplayer, einmal auf eigene Spieler und dann ganz wichtig mit den Steuerkreuz auf die Optionentaste einmal euren Freund joinen. Also wenn ihr es nicht verstanden habt, einfach nochmal anschauen und fertig. Der Spieler 2 muss dann mit Dreieck auf die Party gehen und dann Spieler removen, also Spieler rausschmeißen aus der Party. Dann habt ihr den Screen, dass ihr rausgeschmissen worden seid aus der Party. Dann geht ihr über die Party, einmal die PSN-Taste, einmal über die Party wieder beitreten. Und dann habt ihr den Screen und dann müsst ihr runterzählen 3, 2, 1 oder 2, 1, Go und bei 1 müsst ihr einmal drücken und nachher bei Go müsst ihr nochmal drücken, also zweimal drücken. Schaut es euch nochmal an, also es ist richtig, richtig easy, also ich habe jetzt alles gesagt, mehr oder weniger, was zu machen ist. Also nochmal und ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung rein, genau die Schritte, wie es genau geht. Und wenn ihr dann hier seid, braucht der Spieler dann noch nur mehr die Schwierigkeit und die Map auswählen, geht auf die Map und tut alleine verlassen und dann könnt ihr erst die Spielregeln ändern. Und das dauert halt wieder eine halbe Ewigkeit, bis man die ganzen Sachen eingestellt hat. Man kann einstellen, dass man nur Hunde auf der Map hat, man kann einstellen, dass die Spezialfähigkeit schneller levelt, man kann plus 3 Balken Gesundheit dazugeben, also man kann richtig, richtig schnell leveln, jetzt mit den Double EPs sowieso noch schneller, also richtig, richtig easy. Also wenn ihr es nicht so ganz verstanden habt, unten in der Beschreibung gebe ich dann nochmal die Beschreibung zu dem Tutorial rein, also mit Schrittpunkten, was ihr genau machen müsst, und hier seht ihr es, wie man das macht und so, und man muss dann nachher nur mehr die Einstellungen einstellen, dann einmal wieder Kreis drücken, dass man rausgeht, dann wird man gefragt, ob man das wirklich will, dann muss man auf Ja drücken und dann hat man wieder den Screen und dann gibt man einfach nochmal Kreis und dann kann man die Klassen einstellen und ist wieder komplett draußen und wir sind in der Lobby und die anderen können in der Zwischenzeit dann schon wieder reinjoinen und dann könnt ihr zu viert einfach spielen. Also richtig, richtig nice, dieser Glitch. Ich hoffe, ihr bekommt ihn hin. Es ist ein bisschen eine Timing-Sache mit 2, 1, Go. Also wir machen es eher mit 2, 1, Go. Bei 1 drücken wir beide und bei Go drücken nur mehr ich. Also richtig, richtig nice und richtig, richtig easy. Also das ist sicher der leichteste Lobby-Glitch, was momentan online ist oder gewesen ist. Und hier seht ihr, gehe ich einfach auf zurück wieder und wieder zurück und jetzt brauchen wir nur mal bereit machen und wir sind fertig.